Bis ganz nach oben soll es gehen, doch im Weg sind schlappe 1576 Stufen. Hunderte Läufer aus aller Welt wollen der oder die Erste an der Spitze des Empire State Buildings sein. Dieses Jahr gab es sogar einen Rekord. Der Deutsche Thomas Dold aus Stuttgart gewann das Rennen zum 6. Mal in Folge. Was noch niemand geschafft hat, 6 Mal hintereinander zu gewinnen, 6 Jahre der Beste zu sein und 6 Jahre hier als Erster aus dem Zielober rauszulaufen, das ist wirklich unbeschreiblich und einfach unglaublich. Die Vorbereitung, immer auf den Punkt fit zu sein, ist immer wieder eine Herausforderung für den 26-jährigen Gewinner. Bei den Frauen siegte Alice McNamara aus Australien. Die 24-Jährige versprach, dass es nicht ihr letzter Sieg gewesen sein wird. Seit 1978 gibt es den Lauf aufs Empire State Building jedes Jahr. Und 4000 Menschen sind auch schon dort angekommen, wo sie hinwollten, ganz oben.